Ja, hallo und willkommen bei Ewag Tom. Ja, heute geht es mal um mein Fazit zu 3000 Kilometer mit meinem Highbike Tracking 7. Und alles weitere dazu folgt nach dem kurzen Intro. Bis gleich. So. Ja, kommen wir mal heute zum Fazit nach 3200 Kilometer, die ich jetzt mit dem E-Bike hinter mir habe, zu dem Highbike Tracking 7. Und ja, vorweg möchte ich mal direkt auf die negativen Punkte hindeuten, die ich jetzt erfahren habe nach 3200 Kilometern. Und zwar die Bremsbeläge. Die Bremsbeläge hier beim Highbike Tracking 7 haben genau 2000 Kilometer gehalten. Also nicht gerade viel. Und das hat mir ganz und gar nicht gefallen, dass bei der ersten Inspektion nach 2000 Kilometern hier das bemängelt wurde und gesagt wurde, oh, die Bremsbeläge sind ziemlich weit runter und du brauchst neue. Hat man mir auch gezeigt, habe ich gesehen, stimmte. Und ja, keine Ahnung, was sich Highbike dabei denkt, aber Bremsbeläge, die nur 2000 Kilometer halten, naja, ich habe auf jeden Fall gesagt, macht mir da ordentliche drauf, die auch ein bisschen länger halten und habe dementsprechend ja auch gezahlt. Nein, ansonsten war ja verbaut die WTB-Reifen, mit denen ich schon immer unglücklich war. Ich habe ja hier, wie ihr wisst, mittlerweile die Schwalbe Marathon The Green drauf, mit denen ich ja sehr zufrieden bin. Die habe ich jetzt seit 3 Monaten drauf. Und auch gerade bei der Schottrig im Untergrund oder auch bei Nässe, bei Schlammmatsch haben die einen vernünftigen Grip und machen da einen super Job. Und jetzt muss ich halt noch mal gucken, ja, wie weit die Reifen auch halten, weil jetzt nach 3 Monaten kann ich ja halt noch keine Aussage zu treffen und bin da auch mal sehr gespannt, ob die Reifen auch dann ja länger als ein Jahr halten, weil ich habe schon Kommentare gelesen, die gesagt haben, ja, Reifen sind gut, aber halten maximal ein Jahr und dann brauchst du wieder neue. Und ja, ansonsten, nächster negativer Punkt, den ich hatte, war auch die Gangschaltung. Die Gangschaltung hatte ungefähr, ich sag mal, nach 1700 Kilometern angefangen, wenn ich hochgeschaltet habe von dem sechsten in den siebten Gang. Dann gab es da immer das Problem, dass der siebte Gang nicht erreicht wurde. Und da bin ich mir aber selber noch ein bisschen unschlüssig, woran das gelegen hat. Ob das jetzt hier an meinen Satteltaschen gelegen hat, die ja natürlich irgendwie, naja, hier unten irgendwie ein bisschen dran kommen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hatte ich hier das Problem gehabt, aber auch nur speziell sechster, siebter Gang. Und das wurde ja auch bei der Inspektion dementsprechend korrigiert. Jetzt funktioniert es wieder so, wie es sein soll. Ja, ansonsten der Motor, der hat mich nie im Stich gelassen. Und ansonsten kann ich nichts Negatives über dieses E-Bike sagen. Also die Kette ist gepflegt. Ja, doch, doch, ein Punkt noch. Und zwar die Kette. Bei der letzten Inspektion, ich habe ja nur eine gemacht nach 2000 Kilometern, wurde schon gesagt, die Kette ist kurz vor knapp. Die Kette ist kurz vor knapp und muss bald ausgetauscht werden. Das heißt also, ich werde jetzt nochmal im November eine zweite Inspektion machen lassen. Und nächstes Jahr dann die dritte und letzte. Und dann wird auch dann die Kette erneuert. Ja, ich habe jetzt nach 2000 Kilometer zwei Katschen drin. Eine hier, eine da. Daran, dass ich das Fahrrad natürlich auch abschließen muss und dann meistens an diesen Rohren, wo man das Fahrrad befestigen kann, dementsprechend drankomme. Und da halt diese Lackplatzer entstanden sind. Und ja, ansonsten tippitoppi, ne? Ich habe ja mir jetzt hier einen perfekten E-Bike-Sattel drauf gemacht, mit dem ich sehr, sehr glücklich bin. Den Celle Royale Looking Moderate. Federgabel alle 2 Wochen mit schön geölt bzw. mit Gabelspray bearbeitet. Das gleiche Zeug übrigens habe ich verwendet, auch hier für das Parallelogramm. Gut, habe mir den Originallenker abgebaut, habe dann hier so einen ergonomischen Lenker drauf gemacht und auch meine Lenkererweiterung, damit ich halt ein
wenig höher auf dem Fahrrad sitze und nicht mehr auf 60 Grad, sondern jetzt auf 70, 75 Grad aufrecht sitze auf dem Fahrrad und somit auch längere Touren machen kann. Griffe tippitoppi, machen super Arbeit. Rückspiegel will ich auch nicht mehr missen. Ist ein ganz, ganz für mich ganz wichtig. Ich habe auch in der Zwischenzeit mal andere E-Bikes getestet oder bin mit anderen E-Bikes mal gefahren von Freunden kurzweilig und habe immer festgestellt, dass mir der Rückspiegel fehlt, wo ich dann immer reingucken wollte und dachte, oh, kein Rückspiegel. Naja, ne? SB-Connect-Halterung, das Problem habe ich übrigens auch gelöst. Ich zeige euch auch mal eben so. Ich hoffe, ihr könnt es noch erkennen. 3219 Kilometer, die ich jetzt gefahren bin. Habe mir jetzt auch hier nochmal zur optischen Verschönerung habe ich mir so blaue Ventilkappen, die ja fast die gleiche Farbe haben wie mein E-Bike, habe ich mir noch zugelegt über Amazon. Hier hatte ich nur einmal das Problem, dass sich das Kabel gelöst hat im Laufe der Zeit. So ungefähr, sage ich mal, nach 1500 Kilometern hat sich hinten das Kabel gelöst. Warum auch immer, hatte ich nur reinstecken müssen, ist wieder fest. Und hier werde ich mir auch ein anderes Rücklicht drauf machen, und zwar eins mit Bremslichtfunktion. Das wird jetzt auch noch erfolgen. Ja, das Bike habe ich jetzt seit 2 Jahren über E-Bike Leasing. Und aktuell sieht es so aus, dass ich das Bike auch übernehmen werde nach 3 Jahren. Ja, noch eine kleine Sache in eigener Angelegenheit. Ich lege jetzt so eine kleine Sommerpause, sage ich jetzt mal, hin. Werde mich auch mal wieder die Akkus ein bisschen aufladen. Und deswegen habt ihr auch schon teilweise bemerkt, nicht so viele Videos online stellen. Also da werde ich jetzt mal ein bisschen mehr die Akkus aufladen und konzentriere mich auf die wichtigen Dinge des Lebens. Ansonsten folgen natürlich noch Videos von mir. Ich habe noch ein großes Projekt vor, und zwar wird das im August stattfinden. Wann ich es ausstrahle, weiß ich nicht. Und zwar meine Reise nach Stuttgart. Ich fahre eine Woche runter nach Stuttgart zu einem kleinen, sehr idyllischen Ort. Und das werde ich auch noch nach dementsprechend videotechnisch dokumentieren. Ja, da freue ich mich auch schon sehr drauf, nach Stuttgart runterzufahren, weil ich war noch nie in diesem Stuttgarter Gebiet oder generell in Stuttgart. Deswegen freue ich mich da sehr drauf. Auch da gehen mal Grüße raus an Daniel. dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen nach oben. Und wenn ihr noch keine Abonnenten seid, dann abonniert doch meinen Kanal. Und dann würde ich mich sehr freuen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Es grüßt euch, euer E-Bike-Tom. Bis dann. Ciao.